Willkommen YouTube, wir machen weiter mit LS22. Wir sind hier am Mulchen. Der Baumerfeld ist ja fertig, ist ja erledigt, haben wir ja in der letzten Folge schon gesehen. Glaube ich. Jedenfalls ist das hier erledigt und jetzt wird hier nochmal ein bisschen gemulcht. Dann werden hier, ja, entweder gekalkt oder Steine gesammelt. Ich tendiere zu kalten. Und dann geht's weiter, ne? Dann kommt hier ein riesen Zuckerrübenfeld. Nein, natürlich nicht. Wir waren keine Zuckerrüben auf dieses Feld. Das ist etwas übertrieben. So, er ist angekommen. Wieso und warum? Ganz klar, wir sammeln jetzt erstmal die Paletten auf. Wir sind auf Qualabahn eingestellt. Euro, da war die Euro-Palette schon. Da. So, wir sammeln die Leerpaletten auf, denn wir werden uns eine neue Produktion basteln. Ich möchte anfangen mit Bierbrauen. Und was braucht man fürs Bierbrauen? Hefe. Sogar ziemlich viel Hefe, wenn man sich da mal so die Dokus anguckt. Was braucht man noch? Leerpalette, kein Platz. Achso. Doch, jetzt läuft. Bup, bup. Ja, wir haben immer noch 100 Palettenlimit drauf. Ich weiß nicht, wie viele Paletten wir im Umlauf haben. Ich hoffe, dass sie hier wirklich jetzt eine gute Menge Leerpaletten mitnehmen können, um sie gleich, ja, weiter zu verwerten. Wollen wir eine Leerpaletten da unten? Es gibt zu viele Paletten. Also wir haben ein Limit von 40. Also irgendwo sind 60 Paletten im Umlauf. Ja, 4 plus 6 ist gleich 11. Und nein. Nein, nagelt mich nicht drauf fest, Leute. Ja, es war ein Witz. Und. So, ich möchte mir ein neues Land kaufen. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir brauchen. Ich kaufe erstmal das hier. Und das hier. Und da wären wir jetzt hier irgendwo. Ich nehme schon mal ein bisschen so geguckt, was kann man als nächstes bauen. Was interessiert uns? Gut, hier wird das nicht hinpassen. Labor, Malzi. Das Ding hier. Ne, Brauerei noch nicht. Erstmal Zuckerfabrik möchte ich bauen. Ne, weil das Malzfabrik und so passt ja alles auf der Zuckerfabrik drauf. Und genau so möchte ich das auch bauen. Zellstoff. Hier. Sogar Nordzucker. Nordzucker, super. So, wo kann man das denn hinklatschen? Ich meine, ich will jetzt hier auch nicht das Feld kaufen, so, ne? Das ist hier mein Maisfeld. Das möchte ich auch nicht dicht kleistern. Wo baut man denn sowas hin? Am Hafen. Am Hafen muss funktionieren. So, dann kann man hier doch das riesige Land kaufen. Ich kaufe mal hier die ganzen kleinen Länder auch. Und irgendwo hier muss das doch jetzt hinpassen. Du warst die Brauerei, ne? Ja. Verwechsel ich immer wieder. Du bist hier die gigantische Säurefabrik. Ja, auch hier passt das nicht wirklich hin. Aber ganz knapp nicht, ne? Obwohl, es ist doch hier wie gemacht hierfür. Hier soll die doch hin. Klatsch. Das passt doch. Das hat er doch extra hier freigelassen. Das kann mir doch keiner erzählen. Natürlich ist es das der Bereich für die Zuckerfabrik. 100%. Er hat es ja schon vorgemalt. Bauplatz Labor. Du bist das Labor. So. Katsching. Und du bist Bauplatz Malzfabrik. Ah ja. Ich war gerade nur ein bisschen verwundert. Wo sind hier die Trigger? So. Katsching. Traumhaft. Passt doch alles hin, ne? Ja. Gut, hätte man hier theoretisch noch mal ein bisschen nach hinten gekonnt, aber ich finde, so ist das gut. Haben wir alles drauf jetzt? Nee, ich will hier hin. Zur Zuckerfabrik. So. Ist natürlich alles leer. Hier ist natürlich rein gar nichts aktiv. Kein gar nichts, ist klar. Ne, wir haben sie auch gerade erst platziert. Was soll das schon aktiv sein? Labor, Hefe und Siliermittel. Genau.
Hier wird eingeladen, hier wird ausgeladen. Oder hier kommen die Leerpaletten hin, das wohl eher. Das ist die Leermittel. Hier kann man die verwalten. Hefe, Silemittel aus Melasse, Silemittel aus Milch. Okay, auch interessant, dass wir hier quasi mit Milch Silemittel herstellen können. So, Hefe, Melasse. Nicht Melasse? Doch. Oder bist du Öl? Ich weiß es nicht. Was bist du? Ah ne, Melasse steht ja da. Ist Melasse. So, hier kommt Melasse nämlich zusätzlich raus. Also wir müssen hier Zucker herstellen. Um dann das herstellen zu können. Und dann können wir das herstellen. Nee, doch nicht. Da wollen wir Weizen als erste. Gut. Weizen habe ich noch. Gut. Ja, es ist hier vorbereitet für später. Lass ihn da hier laufen, das ist alles kalten. So, dann fährst du mal los. Ach, da haben wir noch ein paar Paletten am Laufen. Hier seht ihr. Nehmen wir die mal gleich mit. So. Holzfäller läuft, aber Paletten dürftest du nicht mehr ausschmeißen, oder? Kannst doch gar nicht. Weil du gar nicht genug Holz am Start hast. Sehr gut, also können wir jetzt nochmal fünf weitere Paletten, also fünf weitere Leerpaletten mitnehmen. Sehr gut. Hat sich gelohnt. So, jetzt stört natürlich sehr wahrscheinlich der Anhänger. 50.000 Liter Holz. Wir werden jetzt hier einmal weggehauen. Und wir müssen noch mal tanken. Wir müssen unser LKW auch mal wieder tanken, Leute. Da müssen wir dran denken. Ja, da hast du recht. Leerpaletten werden hier nicht angenommen. Toll. Einmal bitte runterklappen. Leerpaletten nicht. Aber das hier, das wird angenommen. Jetzt. Jetzt wird das angenommen. Toll. Ist sie da? Ich schmeiße das erstmal alles runter. Und mehr. Okay. Reißt euch hier mal ein bisschen zusammen, ja? Ihr seid alles ein und dieselbe Palette. Mehr oder weniger? Ach komm jetzt, jetzt stell dich nicht so an. Mann, wie sieht denn das immer aus, wenn ich hier die Paletten rumwerfe? So, jetzt ist alles. Ja, irgendwie. Irgendwie ist jetzt alles, ne? Wie man so schön sagt. Sollen wir mal neu aufladen? Wie soll man denn da jetzt so eine angeknabberte? So eine halbvolle. Ich habe jetzt so eine halbvolle drauf. Nimmst du die auch wieder zurück, die Leerpaletten? Der nimmt die irgendwie wieder zurück, glaube ich. Sehr faszinierend. Oder was haben wir gemacht? Ich meine, er spuckt uns hier keine halb voller aus. Wisst ihr, was ich meine? Das macht er ja auch nicht. Aber hier sind meine fünf weiteren. Genau das, was wir erreichen wollten. Jetzt fahren wir nämlich nur noch halb so sinnlos. Warum halb so sinnlos? Naja, wir haben ja immer noch Kapazitäten frei. Aber ich warte einfach aufs nächste Update, dass sich das ein bisschen reguliert haben, weil sie haben ja geschrieben, dass sie da einfach mal gucken, wie das jetzt letzten Endes läuft oder ob so, wie man das besser anpassen kann. Und je nachdem wird es da schon mehr werden. Und das Palettenlimit und sonst muss er halt gucken, ne? Sonst mache ich halt doch selbst höher. Ist ja auch machbar. So. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Fahrt vor uns. So, wir versuchen natürlich im maximalen Tempo die Fahrt zu bewältigen. Ganz klar. Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt Zuckerfabrik. Also, gut, jetzt müssen wir natürlich nur Zuckerzeug reinbekommen. Wir können es natürlich kaufen. Gar keine Frage. Aber das will ich nicht. Oh shit.
komm schon. Komm, 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 yes. Wir haben es geschafft. Habe ich nie mit gerechnet, dass sie das schaffen. Dass sie dieses Ungetüm gedreht bekommen. Ich meine, wir sind auch mehr zu schnell gefahren. Ne? Es war logisch, dass das passiert. Ja, die Fläche ist schon gut frei. Bald können wir hier auch unsere Holzproduktion starten. Beziehungsweise Holzproduktion läuft ja. Wir brauchen es, ja, an sich brauchen wir es ja nicht mehr, diesen Wald hier neu anzulegen. Will ich aber natürlich trotzdem machen. Dafür müssen nur sehr, sehr viele Bäume noch entfernt werden, wahrscheinlich. Wahrscheinlich darf ich nicht mal, wenn ich diesen ganzen Wald gerodet habe, da neu anlegen. Naja, dann wird es erstmal ein Weizenfeld. Beispiel. Zum Beispiel meine ich natürlich. So, einmal hier rum. Schön mit 50. Warum nicht? In welchem Tempo soll so ein LKW sonst um die Kurve fahren? So, jetzt sind wir gleich da. Da sehen wir es ja schon in der Ferne. Unser Labor, unsere Zuckerfabrik. Herzlichen Glückwunsch, hier kommen die Paletten. Brauchst du denn überhaupt Paletten für dein Zuckerzeug? Ja, natürlich. Worauf soll uns jetzt Zucker gelagert werden? Und Strom. Strom kriegst du aber alles noch. Warte mal. Bauen, Land, malen. So. Mal hier ein bisschen Beton machen. Nee, Asphalt, nicht Beton. So. Erfordert höchste Konzentration, das Malen. Damit das hier halbwegs nicht beschissen aussieht. Nabend. So, wo willst du denn hier hin haben? Hier willst du haben. Gleich hier vorne. So, dann sammel mal dein Zeug runter. Warte mal, ich fahr noch mal rum hier. Was? Keine Kapazität mehr? Echt jetzt? Ja, du warst ja schnell zufriedengestellt. Der war jetzt echt schnell zufrieden. Gut, dann kriegst du halt dein erstes Zeug. So. Wie viel passt denn hier rein? Okay, auch nicht viel, ne? Auch nicht viel mehr. So. Der ist wahrscheinlich auch voll. Ne, geht noch. Geht immer noch. So, jetzt ist voll. Sag ich ja. Und dann nehme ich halt wieder mit, mein Freund. Wenn du das nicht mehr willst, nehme ich mit. Und dann kriege ich das halt die Malzfabrik. Genau, das war das Wort, wonach ich gesucht habe. Die Malzfabrik bekommt. Leerpalette wird hier nicht angenommen. Wo willst du denn die hinhaben? Hier mit rein? Leerpalette wird hier auch nicht angenommen. Ach, hier. Hier habe ich nicht gesehen. Hab ich doch nicht gesehen, mein Freund. So. Hier ist die Annahme für Zucker. Ja, ja. Gut einleuchten. Upsi. Einleuchtend. Und die nächsten Paletten wieder erfolgreich weggebracht. So, und rum hier. Dann kannst du hier nach Hause fahren, mein Freund. Er fährt tanken. Nee, du sollst... Nee, nee, will ich nicht. Will ich einfach nicht, dass du tanken fährst. Wo ist denn das hier? Park, Fruchtumfahrung. Automatisch auftanken. Aus. Wäre sowieso voll Amok. Fahr einfach nach Hause, Mann.
Einmal nach Hause fahren. So, wie geht das Mulchen voran? Sehr gut. So, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.